Hallo und herzlich willkommen zu Finance TV. Der DAX ist im Sinkflug und einige politische Entwicklungen bieten Potenzial für weiteren Sprengstoff. Was auf den Kapitalmarkt zukommt und was ihn beeinflussen wird, darüber spreche ich heute mit Thorsten Reidel, Geschäftsführer bei Grüner Fischer Investments. Schön, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Tag. Herr Reidel, der Kapitalmarkt ist heftig in Bewegung. Wir sehen das auch am DAX. Zum Jahreswechsel lag er bei deutlich über 13.000 Punkten. Inzwischen nähert er sich der 11.000-Zähler-Marke an. Ist das jetzt eine gesunde Korrektur oder muss man den Crash-Propheten deutlicher zuhören? Ich glaube, es ist eine ganz normale Korrektur im intakten Bullenmarkt. Natürlich muss man festhalten, man ist in einem reifen Bullenmarkt, schon seit über 9 Jahren mittlerweile. Und von daher ist eine Korrektur irgendwo normal. Ich denke, es gibt viele Anzeichen dafür, dass es eine Korrektur ist. Das heißt vor allem dieses starke Absinken. Ein Bärenmarkt startet komplett anders. An welchen Faktoren, wäre meine Frage, machen Sie das dann fest, ob das jetzt eine Korrektur ist oder ob man sich wirklich Sorgen machen muss? Ein Bärenmarkt startet wenig im großen Knall, sondern wirklich zermürbend. Das heißt 2% jeden Monat, dass eigentlich keiner merkt, es hat ein Bärenmarkt gestartet. Und irgendwann stellt man fest, hoch, es sind ja schon 20% oder 30% weg. Das sehen wir momentan nicht. Es ist wirklich eher abrupt gewesen, das spricht ganz klar für eine Korrektur. Was sind denn die Parameter, die aus Ihrer Sicht zurzeit den stärksten Einfluss haben auf den Kapitalmarkt? Ich denke, natürlich ist es so, dass momentan sehr, sehr viel, und Sie haben schon gesagt, viel Skepsis auch getrieben durch politische Themen, sei es jetzt Brexit, sei es Italien. Ich denke, es gibt auch positive Faktoren, wie jetzt die Midterm-Elections, die am 6. November anstehen in Amerika. Das wird momentan, glaube ich, eher etwas unterschätzt als positiver Faktor. Ist aber wieder ein Punkt, was für uns für eine Korrektur spricht und intakten Bullenmarkt, dass eben diese skeptischen Themen, politischen Themen sehr, sehr breit diskutiert werden, damit auch eingepreist sind im Markt. Andere Themen, die wiederum positiv sein könnten, werden eigentlich fast gar nicht erwähnt. Jetzt ist es im Moment beispielsweise für CFOs, die den Kapitalmarkt nutzen wollen, eher schwierig. IPOs sind schwierig, am Bondmarkt trübt sich die Stimmung ein. Wie lange wird denn diese Phase der Zurückhaltung, der Unsicherheit noch anhalten? Ich denke, dass die Unsicherheit normalerweise relativ schnell rausgehen sollte. Wie schon gesagt, Midterm Election, die jetzt Anfang November kommt in Amerika, haben wir auch mal untersucht seit 1926, wie sind die Auswirkungen auf den Kapitalmarkt. Und das Gute daran ist, es ist zu 87% der Fälle ist ein sehr, sehr gutes viertes Quartal oder positives viertes Quartal. Und auch das erste und zweite Quartal im nachfolgenden Jahr sind sehr, sehr positiv mit 87%. Das heißt, in aller Regel hat man ungefähr eine Entwicklung von 20% plus im Durchschnitt. Was dafür sprechen sollte, dass eigentlich die Unsicherheit aus den Märkten relativ schnell wieder rausgeht. Und ich glaube, allein wenn diese ganzen Unsicherheitsfaktoren, wie Sie schon erwähnt haben, mit Brexit etc., sich nach und nach lösen oder zumindest mal mehr Sicherheit einkehrt, wird das die Triebfeder sein für den Aktienmarkt. Der Brexit ist was auch viele CFOs in Deutschland gerade beunruhigt, weil noch recht offen ist, was da jetzt kommt. Auf welches Szenario stellen Sie sich denn ein? Es wird ja jetzt viel auch spekuliert über No-Deal-Brexit etc. Ich glaube, es wird nächstes Jahr im März jetzt nicht so sein, dass danach alles eingestellt wird. Es wird zumindest mal am Schluss Notfallpläne geben. Jetzt aus Sicht für einen Anleger oder für einen Investor ist es eben so, dass wir sagen, momentan ist wirklich komplette Unsicherheit da. Keiner weiß wirklich, was kommt. Und wenn nur etwas Sicherheit kommen wird, auch wenn Herausforderungen da bleiben, aber wenn ich etwas Sicherheit bekomme, wird das dem Markt helfen und wird sozusagen den Markt eher nach oben treiben wie nach unten. Und das sehen wir eben eher als Triebfeder wieder für den Markt als jetzt großes Risiko. Das heißt, selbst wenn definitiv bekannt würde, folgende Hürden sind da, wäre das immer noch für den Markt ein positives Signal? Ja, so irgendwo abstrus, wie es klingt, aber der Markt hat Sicherheit und der Markt liebt Sicherheit. Und ich glaube, in dem Moment, wo er weiß, okay, das sind die Hürden und so sieht es aus, kann er sich darauf einstellen. Und es gibt dem Markt, den Marktteilnehmern, die Sicherheit zu investieren. Jetzt sehen wir ja in den USA zurzeit auch Entwicklungen, die einige mit Sorge sehen, beispielsweise diesen Hang zu mehr Protektionismus. Die Regierung droht mit Strafzöllen auf Waren, beispielsweise aus China. Wie beeinflusst das das Kapitalmarktklima? Wie man ja sieht, momentan tendenziell noch nicht so stark. Amerika an sich, wenn ich das so mal isoliert betrachte als Aktienmarkt, ist mit der stärkste momentan und wird auch in unseren Augen der stärkste bleiben, einfach aufgrund der Branchengewichtung. Man muss auch immer wieder unterscheiden zwischen auf der einen Seite Politik von Donald Trump, was glaube ich sehr, sehr viel Eigenpolitik ist und kriegt er sehr, sehr wenig durch. Und deswegen auch die Midterm-Election so wichtig, weil wenn dort eine Pattsituation wieder geschaffen wird, das heißt Demokraten gewinnen vielleicht eher oder selbst wenn es bei Republikanern bleibt, ist es so, dass die Partei sehr zerstritten ist. Das heißt, er kriegt sehr, sehr wenig durchgesetzt. Natürlich kommt viel und man muss erstmal abwarten, ob Strafzölle etc. kommen. Aber selbst auch wenn sie kommen, haben wir mal geschaut, was für Auswirkungen hat es. Und es ist irgendwo eine Prozentzahl, also 0,2, 0,4, je nachdem,
was es wirklich Auswirkungen hätte. Von daher ist es auch wieder ein Punkt, wo wir sagen, nein, wird nicht die Weltwirtschaft jetzt irgendwo in Bedrängnis bringen. Sie sagten schon, es gibt durchaus Hoffnung auf positive Effekte durch die Midterm-Elections. Ja. Gibt es weitere Punkte nach all den Risiken, die wir besprochen haben, wo Sie sagen, die bieten vielleicht auch Chancen oder Anlass zur Hoffnung? Ja, definitiv. Also ich glaube, insgesamt die Unternehmenssituationen sind gut. Das heißt, was Unternehmensgewinne anbelangt. Natürlich glaube ich, man muss sich darauf einstellen, dass der Markt schmäler wird. Das heißt, einfach nur den Kapitalmarkt kaufen in der Breite wird relativ schwer funktionieren, weil im reifen Bullenmarkt wird es am Schluss darauf hinauslaufen, dass eben gewisse Player, gewisse Branchen gesucht werden. Und daher habe ich dann natürlich das Problem, wenn ich auf einen Index setze, wie zum Beispiel den DAX, den Sie am Anfang erwähnt haben, da habe ich keine Technologie, keine Pharmawerte, die eventuell die großen Branchen sind beim Bullenmarkt oder beim reifen Bullenmarkt. Von daher, glaube ich, wird es eher darauf ankommen, nächsten Monaten, dass man sich aussucht, wo investiere ich, anstatt jetzt einfach pauschal auf die Märkte zu gehen. Ich würde gerne mit Ihnen zum Abschluss unsere drei Fragen machen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ja. Am Anfang hätte ich gerne ein Wort von Ihnen. Welches Ereignis wird in den kommenden 6 Monaten den größten Effekt auf die Kapitalmärkte haben, sei es positiv oder negativ? Wären dann die Midterm Elections. Zweite Frage, wird die Negativtendenz des DAX in den kommenden 3 Monaten anhalten? Aufgrund der Midterm Elections und der 87%igen Wahrscheinlichkeit, dass die nächsten Quartale gut werden, wird es nicht anhalten. Und zum Abschluss auf einer Skala von 1, katastrophal bis 10, hervorragend. Wie gut oder schlecht würden Sie das Kapitalmarktumfeld zurzeit bewerten? 7. Das ist nicht ganz katastrophal. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzung. Beim nächsten Mal bei Finance TV sprechen wir über den Brexit und die Auswirkungen, die er auf die Lieferketten haben wird und was Unternehmen vielleicht noch tun sollten, um sich zu schützen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin machen Sie es gut.